Mehr als 7500 Schiffe steuern jährlich den Überseehafen Rostock an. In der Verkehrszentrale Warnemünde wachen erfahrene Nautiker des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee darüber, dass Fähr- und Ro-Ro-Schiffe, Tanker, Frachter sowie Kreuzfahrt- und Spezialschiffe sicher den Seekanal Rostock passieren und zu den Liegeplätzen im Hafen gelangen. Aus der Verkehrszentrale im Ortsteil Hohe Düne haben die Nautiker direkte Sicht auf die Hafeneinfahrt. Mithilfe von elektronischen Seekarten kontrollieren sie zudem rund um die Uhr sämtliche Schiffsbewegungen an der deutschen Ostseeküste zwischen Mecklenburger Bucht und polnischer Grenze. Vorrangige Aufgabe ist es, in dem vielbefahrenen Seegebiet mögliche Gefahren wie Kollisionen abzuwenden. Wenn notwendig, wird regulierend in den Schiffsverkehr eingegriffen. Mit den Wachoffizieren an Bord der Schiffe stehen die Nautiker der Verkehrszentrale über Sprechfunk in Kontakt. Für eine gute und sichere Fahrt und ein unbeschadetes An- und Auslaufen.